Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, wir haben hier zwei Kaprockbäumchen. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt einen wachsen zu lassen, den hier. Und den werden wir jetzt zurückschneiden, um ja, einfach zu sehen, wie er sich dann verhält, wie er sich weiterentwickelt. Und den werden wir auch umtopfen. Wir bekommen einen größeren Topf, damit er sich dementsprechend auch kräftiger entwickeln kann. Ja, Rückschnitt machen wir ganz einfach. Wir haben hier unten zwei Knospen, da waren damals die Keimblätter. Und hier sind dann die ersten, hier kann man das Blatt auch erkennen, richtigen Blätter herausgekommen. Und darüber, das wäre dann ein Blatt, das ist schon ab hier, zweites Blatt. Über dem zweiten Blatt schneiden wir den jetzt einfach ab. Etwa 1-2 cm oberhalb über der Knospe halt. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie der sich weiterhin verhält. Den werden wir jetzt gemeinsam umtopfen. Und dann, ja, das ewige Terrarium. Das geht einem gar nicht mehr aus dem Kopf jetzt, ehrlich gesagt. Welche Samen kann man da drin noch zum Keimen bringen? Und ich habe mir vor 2-3 Wochen etwa ein paar Samen von einem japanischen Ahorn abgepflückt und die jetzt im Wohnraum hier trocknen lassen. Und die werden wir gleich gemeinsam in ein solches ewiges Terrarium hineinsetzen. Ja, und mal gucken, was es noch so gibt. Ist immer so ein bisschen abhängig von der Länge der ganzen Sachen, die ich dann jetzt so zeige. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem Kaprockbäumchen an, schauen uns das etwas genauer an und topfen das gemeinsam um. So, hier haben wir das Kaprockbäumchen. Wunderschön gewachsen. Und jetzt schauen wir uns mal eben die Wurzeln an. Auch hier ist das Erdreich relativ trocken, man sieht. Also sparsam gießen. Oder besser gesagt, kräftig gießen und dann erst wieder gießen, wenn die ganze Erde ausgetrocknet ist. Geht da hier gerade schlecht raus, bemerke ich. Der sitzt irgendwie fest. Lol. Okay. Dann drücken wir einfach mal weiter. Wird voraussichtlich die Erde gleich ein bisschen abfallen hier. Das geht aber auch relativ gut. Ja, also das Wurzelwachstum ist wirklich wunderbar. Klartext, wir können ihn jetzt so umtopfen. Dazu nehmen wir diesmal einen relativ großen Topf, damit wir da nicht ständig umtopfen müssen. Packen wir erst ein bisschen Erde unten rein. Auch hier nehmen wir wieder Kokoserde. In der Regel verwende ich eigentlich fast nur noch Kokoserde. Ich mache den Topf gut voll schon. Mit ein kleines Loch, so dass der Ballen hier dort direkt hineinpasst. Und wir pflanzen das Ganze jetzt so tief, wie es vorher stand, also auf diese Höhe, nicht tiefer. Übrigens habe ich den ich gerade abgeschnitten habe. Na, was habe ich wohl damit gemacht? Ja, genau, ich habe ihn einfach ins Wasser gestellt. Ich gehe nicht davon aus, dass was draus wird. Aber wir wissen ja alle, gemeinsam Versuch macht klug. So, leicht andrücken, wie gesagt, möglichst nicht tiefer. Man sieht jetzt hier im oberen Bereich hier noch ein paar feine Wurzeln. Dort können wir noch ein bisschen Erde draufpacken. Aber wie gesagt, möglichst nicht zu tief das Ganze. Ja, das war schon. Angießen natürlich jetzt. Und dann gehen wir jetzt mal zum ewigen Terrarium. Das kleine ewige Terrarium. Ja, hier haben wir jetzt die Samen von dem japanischen Ahorn. Und dort machen wir jetzt die Flügel ab und vereinzeln die Samen im Prinzip. Ganz aufmachen tun wir sie nicht, machen nur die Flügel ab, damit dort gegebenenfalls nichts schimmeln kann. Und jetzt öffnen wir das Ganze. Ich lege das mal eben an die Seite. Und packen diesmal hier unten Erde hinein. Nur ganz wenig, ja, vielleicht 2 cm. Mehr auf jeden Fall nicht, mehr braucht man gar nicht. Das ist vollkommen ausreichend. Das drücken wir nicht an. Wir lassen das locker so wie es ist und legen auch hier drauf jetzt wieder etwas Moos. Auch das Moos ist jetzt trocken. Also das kann man wirklich trocken lagern und bei gegebener Zeit dann einfach wieder verwenden. Ja, natürlich müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen anfeuchten. Nicht zu viel, also nicht, dass das Ganze in der Matsche steht. Lieber erstmal ein bisschen und gegebenenfalls gleich nochmal ein bisschen nachsprühen. Und dort legen wir jetzt einfach die Samen hinein. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Packen wir die anderen beiden auch noch dabei. Ist zwar eine andere Sorte, wobei man sowieso nie genau weiß bei den Samen, was sich daraus entwickelt, wenn sich denn etwas entwickelt. Auf jeden Fall würde mich das jetzt brennend interessieren, ob das auch funktioniert. In der Regel müssten wir sie kalt stratifizieren. Wir machen es erstmal nicht. Erstmal. Können wir gegebenenfalls immer noch machen mit dem Behälter. Ja, dann würde ich sagen, Klappe zu, aber tot. Dann schauen wir mal, was sich hier entwickelt. Ja, dann kommen wir doch mal zu der Pinie. Ich bin gerade überlegen. Ja, ich glaube doch. Mittlerweile
schiebt sich die Pflanze aus dem Samen heraus, kann man sehr gut erkennen. Das heißt im Klartext, wir werden ihn gleich einpflanzen. Mal gucken, ob man das abziehen kann hier schon. Noch nicht, nein. Da ziehen wir ihn vorsichtig heraus. Hui, 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 hui. Ja, das sieht doch klasse aus. Ja, ich würde sagen, wir pflanzen ihn ein. Ich überlege mal gerade, wo. Damit sind wir beim ewigen Terrarium angekommen, bei den größeren. Und wir werden die Pinie jetzt hier hineinsetzen, wo hier das Holzstück ist. Das nehme ich erstmal an die Seite. Und bis jetzt läuft hier eigentlich noch alles prima. Die Erde ein bisschen auflockern. Aber ich hole das mal eben in einer anderen Einstellung, damit ihr das auch sehen könnt. Ram, tam, tam, didubi, dam, tam, tam. Ja, jetzt müssen wir ein relativ tiefes Loch buddeln, denn die Pinie hat eine sehr lange Wurzel mittlerweile. Hätten wir vielleicht doch mal ein bisschen früher herausnehmen sollen, aber was soll's. So, mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Tadam, tam, tam, didubi, dam, tam, tam. So, das hier vorsichtig rein. Man muss darauf achten, dass die Pflanze selber, ich hoffe man kann das jetzt noch sehen, dass die Pflanze selber also natürlich oberhalb bleibt, dürfen wir nicht mit einpflanzen. Also die Keimblätter, das ist der grüne Teil oben. So, jetzt haben wir die Erde soweit schon mal zusammen. Ich das Ganze eben vorsichtig andrücken. Dort ist schon eine kleine Operation. Da da dam dam dam, du dam dam dam. Ganz vorsichtig andrücken, nicht kräftig andrücken, ganz leicht nur. So. Und wie gesagt, also der grüne Teil hier, der muss unbedingt oben bleiben, denn das sind mittlerweile schon die Keimblätter, die sich jetzt hier aus der Kapsel herausschieben. Ja, das Ganze feucht mal eben nochmal kurz an. Moment. Please wait a moment. Ja, das Ganze feuchten wir jetzt noch ein bisschen an. Das Holzstückchen, das setzen wir jetzt einfach hier hinten hinter wieder. Nochmal ein klein bisschen Kontrast. Damit sind wir wieder bei dem kleinen ewigen Terrarium. Und zu dem Flammenbaumsamen legen wir jetzt einfach mal zwei Bucheckern mit rein, also Buchensamen. Einfach mal um zu gucken, was passiert. Auch die müsste man eigentlich kalt stratifizieren, aber wir lassen sie einfach jetzt so hier in dem Kasten drin und mal schauen, was passiert. Lalalala. Da bin ich wieder. Ja, das bleibt spannend. Auch dieses bleibt spannend. Wir können das Ganze natürlich kalt stratifizieren, jetzt entweder in den Kühlschrank packen oder einfach nach draußen stellen. Ist durchaus denkbar, aber ich möchte gerne wissen, keimen sie jetzt einfach so bei Zimmertemperatur? Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so. Und gegebenenfalls können wir etwas sehen oder eben auch nicht und dann können wir auch später noch kalt stratifizieren. Ein Versuch, ganz klarer Fall, ein Versuch, ne? Versucht macht klug. So, die Kannenpflanze, sie hat sich geöffnet, die Kanne hier. Ja, das ist gestern Abend passiert und ja, das Interessante dabei ist, ich glaube, ich zeige euch das mal in der Aufnahme. So, mal gucken, was wir jetzt so drauf kriegen. Das ist die Kanne hier. Wie gesagt, die hat sich gestern Abend geöffnet und hier kann man einen Strich erkennen. Hier ist Flüssigkeit drin und das hat die Kanne gebildet während der Wachstumszeit. Das konnte ich leider nicht sehen, beziehungsweise ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt weiß ich es, bei der nächsten Kanne werde ich mal darauf achten, wann das Ganze anfängt, beziehungsweise wann die Kanne anfängt, sich hier ihre Flüssigkeit im Prinzip selber ja, zu, soll man sagen, heranzuzüchten. Ja, also auf jeden Fall interessant zu sehen, dass die Kanne bereits Wasser drinstehen hat. Ob das jetzt reines Wasser ist, gehe ich mal nicht von aus. Auf jeden Fall doch hochinteressant. Und so sieht die Kanne, ja, die neu gewachsen ist, jetzt aus. Sie ist ungefähr handbreit groß, also wenn ich meine Hand davor halte, in etwa die Größe hat sie. Sieht richtig genial aus und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Bereich hier etwas genauer an, denn das kann man auch mit bloßem Auge manchmal gar nicht erkennen. Ich denke mal, das wäre vielleicht interessant. Ist gar nicht so einfach, das aufzunehmen. Versuchen Sie jetzt einfach mal. Hier können wir sehr schön den Eingang erkennen von der Kanne. Der Deckel oberhalb.
Also hier braucht es nicht reinregnen. Die Kanne entwickelt tatsächlich ihre eigene Flüssigkeit. Hier bei dem Blattansatz, wo die Kanne dann halt dran hängt. Hier hinten befindet sich noch so ein kleiner Zipfel. Ja, sieht tatsächlich aus wie so eine Klappe, die auf und zu geht. Blop, 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 blop. Ja, also doch recht interessant, wie solch eine Kanne aufgebaut ist. Das kann ich dann leider gerade nicht hineinfilmen, denn der Deckel ist hier im Wege. Juppadi und juppai da. Ich bin's wieder. Ja, wir sehen also, das mit der Kanne ist wirklich hochinteressant und ich bin gespannt, wie viele Kannen sich jetzt noch entwickeln werden. Es sind mittlerweile zwei neue Blätter, wo auch kleine Kannen dranhängen. Und ob die es auch schaffen, so groß zu werden oder ob die Pflanze nur eine bestimmte Anzahl an Kannen produziert und dann das Ganze wieder einstellt, im Prinzip zwar weiter wächst, aber keine neuen Kannen macht. Oder ob sie tatsächlich eine Kanne nach der anderen produziert. Das wird sicherlich sehr spannend noch werden. Ja, was können wir jetzt machen? Können wir sie füttern? Können wir sie nicht füttern? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die Aussagen im Internet sind so vielfältig, was fleischfressende Pflanzen angeht. Der eine sagt es so, der andere sagt es so und lalala und tralala. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn ihr selber solche Kannenpflanzen habt, füttert ihr die oder lasst ihr die einfach so? Oder? Viele Fragen, viele Fragen. Ja, nichtsdestotrotz machen wir jetzt Schluss für heute. Ganz kurz gezeigt nochmal, hier haben wir unser Zitronenbäumchen, habe ich jetzt auch reingeholt. Es steht zwar nicht hier im Zimmer, wir haben einen Vorraum, der ist etwas kühler. Und die Früchte sind jetzt etwa ein Jahr alt und die sind immer noch steinhart. Also die brauchen wirklich sehr, sehr lange, bis sie reif werden. Da braucht man tatsächlich eine Menge Geduld. Ja, neue Blüten, neue Früchte. Blüten hatten sich entwickelt dieses Jahr, Früchte leider nicht. Wird wahrscheinlich klimatisch bedingt gewesen sein, weil wir früher diese schwankenden extremen Temperaturen hatten, von ganz kalt bis ganz warm und lalala und tralala. Dann waren viele Blüten dran, dann wurde es wieder kalt, dann sind sie alle wieder abgefallen und ach, was soll's. Ein Jahr geht's nicht, so ist das nun mal. Lalala, bla bla bla. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Sachen, was ihr so macht. Natürlich vor allen Dingen mit dem ganzen Grünzeug. Ja, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis denn. Ciao, ciao.